Ja, moin moin, euer Sprach-Genie Yodarum ist wieder am Start und ich muss mich ganz herzlich für die letzte Folge entschuldigen. Ich habe konsequent durch das gesamte Video durch Madagaskar gesagt. Ich meinte natürlich Madagaskar. Ich kompletter Vollidiot. Ich habe schon direkt in die Beschreibung geschrieben. Ich habe es, während ich das Video gerendert habe, quasi noch gemerkt und dachte, nee, komm, das lässt jetzt einfach so, wie es ist. Ich habe auch drüber nachgedacht, das neu aufzunehmen, aber nee, so tief bin ich dann doch nicht gesunken. Ich meine, wir sind alle hier auf einem sehr, sehr niedrigen Niveau und ich denke, das kann ich durch solche Videos auch ganz gut halten. Aber irgendwann kommt der Tag, wo ich wieder aufwärts unter der Niveauschiene drunter durchlaufe, also macht euch bereit dafür. Aber erstmal machen wir weiter mit dem Hauptspiel. Wir haben als Neurak-Turm erfolgreich gesiegt. Einmal gesiegt, einmal so halb gesiegt. Fand ich sehr, sehr interessant, das Ding. Werden wir bestimmt nochmal drauf zurückkommen. Aber erstmal wursteln wir uns hier durch die Krankheiten ein bisschen durch. Oh, Affengrippe und Schattenpest. Die beiden sind sehr, sehr, sehr besondere Sachen. Oh boy, die musste man tatsächlich am Handy damals noch kaufen. Wo ich weiß, da habe ich, glaube ich, 2,99 in die Hand genommen. Das war so ungefähr mein Jahresgehalt damals. Und habe mir, glaube ich, habe mir sogar diese Affengrippe gekauft. Das war schon... Und ich glaube, ich habe mir auch irgendein Zombie-Ding geholt. Genau, den Necro-Virus, den habe ich mir gekauft. Habe ich mir den gekauft? Ich meine schon. Das ist nämlich so ein Zombie-Ding. Kann man auch so mit Zombie-Horden so die Städte überrennen und die bauen dann so bestimmte Sicherheit. So werden wir alles noch kennenlernen. Sogar ziemlich, ziemlich bald. Aber erstmal müssen wir als Parasit gewinnen. Und das machen wir jetzt auch einfach mal. So, genetischen Code. Hier haben wir nichts. Hier haben wir Mutationsbonus. Können wir gerne einfügen. Denn wir haben ja die unglaubliche Kombo. Oh, wir haben sogar einen Trockenbonus freigespielt. Gib deiner Seuche einen Bonus in trockenen Klimaregionen. Gerne. Und dann haben wir noch Rückentwicklung. Wir kriegen DNS-Punkte für die Rückentwicklung. Auch das sehr, sehr gerne. Gut. Da ist er, der Wurm. Der kleine Wurm. Wir werden jetzt auch sofort erfahren, wie er denn heißt. Und zwar heißt er nicht PAX 12. Er heißt... Bauski. So, die XCOM-Legende Bauski würde auch gerne eine solche sein. Natürlich nehmen wir dieses Angebot gerne an. Und schicken ihn... Also, da wir schon den Trockenbonus haben, würde ich sagen, wir starten auch in einem trockenen Gebiet. Und ich habe tatsächlich ein bisschen Ägypten lieben gelernt. Ägypten läuft irgendwie. Also startet Bauski auch gerne in Ägypten. Natürlich könnt ihr auch gerne, wenn ihr eine solche sein wollt, könnt ihr auch gerne das Startland vorschlagen. Dann starte ich natürlich da drin. Ihr könnt auch gerne sagen, hey, ich würde gerne direkt entdeckt werden oder sowas. Je nachdem, wie ich es umsetzen kann, könnt ihr das natürlich dabei schreiben. Aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Also schreibt das Startland dabei, wenn ihr irgendwo gerne starten wollt. Dann machen wir das natürlich. Sonst wähle ich das einfach selber aus. Durch Zufall oder extra. Die ersten 3, 4 Mal habe ich es ja durch Zufall ausgewählt. So, Ägypten. Schauen wir uns aber erstmal an, was der Parasit denn so kann. Bauski hat einen ersten Menschen infiziert. Genau. So, was bist du denn? Solchen Typ Parasit. Aha, Übertragung. Da haben wir wieder das ganz normale Schema. Hier haben wir auch wieder die ganz normalen Symptome. Fähigkeiten. Da haben wir jetzt aber eine besondere Fähigkeiten. Besondere Fähigkeiten. Parasiten passen sich an den Wirt an und sind schwerer zu entdecken. Okay. Ich denke mal, das funktioniert so ungefähr wie die Würmer. Dass die... schon irgendwie entdeckt werden relativ früh. Weil so ein Parasiten entdeckt man meistens früher als so ein Virus. Bauski ist ein Parasit. Durch die parasitäre Lebensweise kannst du keine DNS-Punkte durch das Infizieren von Menschen sammeln. Hol dir deine Punkte von DNS-Blasen. Oh, das macht es etwas schwieriger. Oh je. Es gibt irgendwo einen Perk, wie zum Beispiel, dass man auf trockenen Ländern sich schneller infiziert. Da gibt es einen Perk, dass man durch DNS-Blasen mehr Punkte erhält oder dass DNS-Blasen häufiger kommen. Irgendwie sowas. Das wäre natürlich jetzt hier super sinnvoll. Sind da zwei Schiffe ineinander oder ist das einfach nur ein richtig, richtig dickes Schiff? Nee, war einfach nur ein dickes Schiff. Okay, es gibt hier unterschiedliche Schifftypen, sehe ich gerade. Ach, krass. Sachen gibt's. Okay, 8 Punkte. Es geht natürlich relativ, relativ langsam voran. Wir können aber auch einfach mal... wie wär's denn hier da? Mutationschance erhöhen ist eigentlich ganz gut, weil wir bekommen relativ wenig Punkte. Bauski wurde erfolgreich weiterentwickelt. Perfekt. Wir bekommen relativ wenig Punkte. Übrigens. Ich bin aber überlegen, dieses Projekt nicht als Hauptprojekt laufen zu lassen, sondern immer mal wieder nebenbei, wie Dota Auto Chess oder Slay the Spire momentan nebenbei bekommen. Bauski beginnt sich auszubreiten. Das ist sehr, sehr schön für Bauski. Da ich als Hauptfolge quasi jetzt bald XCOM wiederbringen möchte, und zwar das Legacy Pack, diese Legacy Mission, die würde ich gerne bringen. Und dann zwischenzeitlich so alle 1-2 Tage mal so um 16 Uhr würden diese Folgen dann kommen. Vermehrte Regenfälle in feuchten Ländern, wunderbar, das würde ich auch sehr gerne ausnutzen, aber wir haben nicht genug Punkte, wir brauchen 10 Stück. Und das dann also die XCOM Folgen um 17 Uhr laufen lassen, jawohl, DNS-Blasen, perfekto, dankeschön. Oh, wir kriegen sogar passiv auch 1-2 Punkte, okay, interessant. Oder wollt ihr das hier lieber als Hauptserie laufen lassen? Je nachdem, also das Projekt kommt echt gut an. Hätte ich nie gedacht. Könnt ihr mir gerne schreiben, wie ihr das gerne haben würdet. Ob ihr lieber jetzt XCOM sehen wollt oder ob ihr jetzt lieber hauptsächlich Plague Inc. sehen wollt, dann verschiebe ich XCOM erstmal noch. Oder ob wir beides sehen wollt, dafür aber Plague Inc. halt nicht so hundertprozentig regelmäßig.
Wie ihr mögt, wie ihr mögt. Da bin ich echt komplett offen. So, ich gehe, glaube ich, mal ganz früh hier drauf, dass sich das ein Wirt anpasst, damit wir nicht entdeckt werden. Bauski möchte gerne noch in den Schatten bleiben. Er war zwar in XCOM immer ein Heavy. Ich höre jetzt auch auf, von XCOM zu reden. Für die Leute, die XCOM nicht kennen oder die sich nicht dafür interessieren, die werden ja hier sofort abschalten. Oh, Anime mutiert. Okay, das können wir ganz gediegen mal zurückentwickeln und kriegen 2 Punkte. Danke dafür. So, okay. Wir können auch mal die Geschwindigkeit etwas hochschrauben, wo ich das hier gerade mal sehe. Ich meine, wir wollen nicht wieder in 10 Minuten hier durchrushen, aber ich denke, das wird sowieso nicht so einfach machbar sein mit diesem Virus. Nicht Virus, du bist ja ein Parasit, mit diesen Parasiten. Ich würde auch ganz gerne Tauben mal entwickeln. So, damit wir vielleicht auch hier, Bauskin 40.000, perfekt über die Landesgrenzen hinausschießen und vielleicht uns auch hier ein bisschen in Afrika weiter verteilen könnten. Saubere Billigenergie entdeckt. Ich hatte auch in der letzten Folge Probleme, Billigenergie auszusprechen, weil ich es einfach... Ich habe dieses Gen hier entdeckt. Billigenergie. So, ich habe dieses Gen da rausgepickt, dieses Satzstückchen, dieses Wortstückchen. Dachte, darum entwickelt sich das Wort. Oh, ich erreiche den Nahen Osten. Perfekt, um Mio. Ich wollte eigentlich in die andere Richtung, aber Nahen Osten ist auch noch ziemlich warm. Da ist es auch in Ordnung. Oh je, was haben wir denn da jetzt entdeckt? Oh, ah, hey. Wir haben Saudi-Arabien erreicht. Das ist auch ziemlich warm. Das ist auch unglaublich Sahne. Ja, das läuft. Ich würde... Oh, hallo. Wen haben wir jetzt da? Indien. Jawohl. Dann sind wir auch bald bei China. Übelkeit mutiert. Nee. Nee, sehe ich nicht so. Übelkeit? Nee. Wir wollen noch nicht entdeckt werden. Wir wollen auf jeden Fall noch nicht entdeckt werden. Heischt. Fähigkeiten. Das hier, oh, das macht die Schwere komplett weg. Oh, Schwere und werden häufiger übertragen. Oh, perfekt, genau das wollen wir. Dann ist die Schwere nämlich komplett weg. Die Schwere ist auch ungefähr so das, woran man messen kann, wie stark man entdeckt werden könnte. Natürlich die Schwierigkeit, wie schwer es zu heilen ist und wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, quasi, dass man entdeckt wird. So, zack, zack. Ich hoffe, das ist richtig. Also, ich meine, das habe ich mir irgendwo so angelesen. Falls ich Bullshit laber, könnt ihr mich natürlich immer gerne korrigieren. So, was ist das hier? So, und werden häufiger übertragen. Ich glaube, das können wir einfach mal direkt am Anfang machen. Perfekt. Direkt. Wunderbar. Jetzt sind wir unglaublich schwer zu entdecken und haben trotzdem unsere Ansteckungsgefahr. Ja, leicht erhöht. Ich würde aber gerne die Übertragung hier nochmal erhöhen. Das sehe ich nämlich jetzt. Das habe ich erst in der letzten Folge gesehen, dass ich das ja hier sehen kann, wie es sich hier erhöht. Das ist ziemlich, ziemlich interessant. Das wäre Vögel 2. Oh, das ist auch nochmal ordentlich. Es kostet aber auch ordentlich. Ja, warten wir erstmal. Wir müssen, also wir haben jetzt so quasi, ja, Weltmenü, nützliche Daten. Wir haben jetzt quasi gerade unseren Schub an Punkten. Arznei in Spanien hemmt Infektion. Okay, das ist genau das Stichwort, was ich wollte, damit ich das hier entwickeln kann. Zack dich. Und jetzt dürfte Spanien wieder good to go sein. Jetzt, wo wir auch hier in Europa langsam sind. Nevermind. Wir sind hier unten erstmal angekommen. Jetzt, wo wir auch langsam hier in Europa ankommen. Jawohl, wir rücken näher. Ist natürlich auch Arznei ziemlich sinnvoll, da Europa relativ reiche Länder beinhaltet. Zack dich, jawohl. Ich würde sagen, wir können auch einfach mal ein bisschen sparen. Wir haben gerade nichts, was wir groß ausgeben müssen. Wir könnten vielleicht mal Husten mutiert. Nee. Wir haben ja alles dafür gegeben, nicht entdeckt zu werden. Da wäre es jetzt ziemlich dumm. 4 Punkte kriegen wir. Dankeschön. Wäre es jetzt ziemlich dumm, auf Symptome zu gehen. Wir wollen ja eben nicht entdeckt werden. Ich könnte aber, das ist vielleicht auch ganz sinnvoll, mal über Luft gehen, damit wir auch die Flugzeuge anstecken können oder die Leute den Parasiten per Flugzeug in andere Länder kriegen können. So, Wasser haben wir ja schon, dann... Oh, wir sind doch in Russland angekommen, perfekt, Mio. Sind wir auch schon in China, jawohl, perfekt. So, Island und Grönland, da müssen wir natürlich mit irgendwem infizierten Schiff hin. Die UK stimmt mal wieder ab, ja, das könnt ihr gerne machen. Ist irgendwas Spannendes sonst hier in der Welt passiert? Nö, nicht so wirklich. Oh, lalalala. Sehr große Vogelzucht erwartet. Oh, das ist genau mein Stichwort für Vögel 2. Wollen wir mal hier drauf gehen? Bauski, komm, du bist doch bestimmt ein Tierfreund, oder? Wir entwickeln mal für dich einfach hier alles komplett durch. Bei den Tieren. Ich bin nämlich gespannt, was hier in der Mitte ist. Das ist halt Ratten 3, Schafe 3 und Vögel 3. Also, das ist so ein, weiß ich nicht. Tierfreund Bauski, mal schauen. Außergewöhnliche Vogelwanderung. Oh ja, oh ja, give me all them points. Nice, oh, wir haben Island erreicht. Oh, noms. Größte Angst macht mir jetzt eigentlich nur noch Grönland. 20 Punkte haben wir jetzt schon wieder, da können wir auf Ratten 1 gehen. Oh, nice, jetzt brauchen wir noch, wie teuer ist der Lachs? 23 und 19, ach du Kacke, das ist ein bisschen zu viel. Oh, Ausschlagssymptomen? Nein. Fähigkeit. Wir werden jetzt natürlich auch häufiger hier so Mutationen finden. Einfach weil die hier auch die Mutationschance häufig erhöhen. Was für uns natürlich auch ziemlich nice ist, tatsächlich. Wir wollen ja, dass sich die Mutation erhöht, damit wir die Punkte zurückkriegen. So, jetzt haben wir schon 22 Punkte, können auch so in Schafe 2 entwickeln. Die Würmer, sie werden mehr. Ausgewählt einfach ein Tierfreund. Schweres Erdbeben in Neuseeland. Oh, wie viele sind da verreckt? 1007, alter Schwede, hat ja halb Neuseeland ausgerottet. Meine Fresse. Zack.
Wir haben schon fast die ganze Welt infiziert. Ich wollte doch noch alle Tiere machen. Mann, Leute, ganz ruhig. Erstmal Symptome hier zurückentwickeln. Rückentwickeln, ja. Schön. Gut, 18 Punkte. 19. Oh, yes, yes, yes. Fest der Liebe. Ach ja, wie schön. So, jetzt können wir natürlich auch sehen. Ne, wir brauchen noch 24 Punkte kostet das. Meine Güte. So, jetzt können wir sehen, was denn, das weiß ich tatsächlich überhaupt nicht, was das hier ist. Oh, starke Zoonose. Infiziert verschiedene Spezies. Erhöht Ansteckungsgefahr in ländlichen und urbanen Gebieten sowie Mutationen und Übertragungen zwischen Ländern. Okay, das ist, was sagt denn hier der... Oh, das ist natürlich nicht ganz so gut irgendwie. Das erhöht das halt kaum. Keine Ahnung. Übelkeit. Oh. Da kann ich da auch zweimal draufklicken. Ausgewählte Rückentwickeln. Ja. Okay, zweimal draufklicken geht anscheinend auch. Wunderbar. Das würde ich aber gerne noch machen, die Zoonose. Einfach, um es mal gemacht zu haben. Weil das habe ich noch nie gemacht. Es scheint mir auch übel die Punkteverschwendung zu sein. Aber gerne, trotzdem würde ich das machen. Weil wir haben Grönland immer noch nicht erreicht. Haben wir schon Kanada erreicht, jawohl. Wir können noch mal ganz kurz gucken, welche Länder wir noch nicht erreicht haben. Aha. Aha. Grönland. Schlafstörung. Okay, das, wie gesagt, wird häufiger vorkommen. Ist aber im späteren Spielverlauf ziemlich gut für uns, dass das hier häufiger vorkommt. Da wir später ja auch die Symptome ausbauen wollen. Ist auch jetzt auch schon gut für uns. Und ich wiederhole mich, glaube ich. 25 Punkte. Wie teuer ist denn der Lachs hier vorne eigentlich? Und der kostet 31. Alles klar, ist ja fast so teuer wie Koma. Huiuiui. Bin ich gespannt, ob wir die Punkte noch kriegen. Zumindest in Russland geht es relativ langsam voran. Vielleicht sollte ich auch vorher mal auf Kälteresistenz gehen. Komm, 11 Punkte, die gönnen wir uns mal. Einfach damit es hier so ein bisschen mehr sprudelt. Kälteresistenz ist sehr, sehr sinnvoll. Und Kanada ist natürlich auch, geht sehr langsam voran. Symptome kann ich hier auch mal wieder rückentwickeln. Jawohl. Perfekt. Ja, schön. Und weiter geht's. Bauski, komm. Hau mal raus hier. Was ist da los? Nehme ich überhaupt auf? Eine wichtige Frage. Ja, tue ich. Willkommen. Schweres Erdbeben. Okay, wie viele sind... Ach, guck mal. 2800 schon verreckt. Generell sehr angenehm. Oh, wir haben Grönland erreicht. Ja, jetzt ist natürlich das unglaublich sinnlos, das hier jetzt noch zu machen. Aber ich will es einfach einmal gemacht haben. Ich dachte, es gibt ein Achievement. Schade drum. Tja, jetzt, Bauski, du bist halt ein Tierfreund. Der tierfreundlichste Parasit der Welt. Hm. Was machen wir jetzt? Jetzt. So, das Ziel ist eigentlich erfüllt. Narzissten. Also wir können jetzt natürlich anfangen, die Symptome etwas zu lassen, die sich hier entwickeln. Aber ich sehe, dass Zentraleuropa und Kanada sich noch ein bisschen weigern. Wenn die komplett infiziert sind und natürlich Island und Grönland, weil da geht es halt unglaublich langsam voran. Bauski weiterentwickeln, um zu töten. Ja, würde ich gerne. Gerne, aber hier streiken noch ein, zwei Länder. Guck mal, wie langsam sich die hier infizieren. Grönland. Also deine Verteilung der Population ist halt sehr, sehr gering. So, also die sind relativ weit auseinander, die Boys. Bis der Parasit da mal von einem Dorf ins nächste gekrabbelt ist, dauert das seine Zeit. Übelkeit. Wollen wir die Leute jetzt... Wollen wir Übelkeit? Wollen wir? Pass auf, wir können eigentlich, wir haben jedes Land infiziert. Pass auf, wir lassen jetzt mal den Symptomen ein bisschen freien Lauf und schauen mal, wann wir entdeckt werden. Dafür drehen wir mal die Zeit etwas runter, um mehr Reaktionszeit zu haben. So. Wir könnten die auch direkt wahnsinnig machen. Wäre auch eine Idee. Oder wir gehen erstmal auf die Schwere der Krankheit hier. Ah, ist auch nicht so krass tatsächlich. Wir könnten das hier machen, senkt weitere Forschungsgeschwindigkeit. Das sollten wir aber erst machen, sobald die Krankheit auch entdeckt wurde. Vielleicht warten wir erstmal und hoffen, dass sich weitere Symptome entwickeln. Wir haben ja eine relativ hohe Chance, dass sich Symptome weiterentwickeln. Und wir Geschwindigkeit wieder etwas hochschrauben. Ja, Kanada geht wieder gut ab. Grönland, ja, 41 Leute, da ist auch komplett am Eskalieren. Krass, Island, ja, tut sich auch gar nichts. Überhaupt gar nichts. Ich bin immer noch sehr, sehr stolz auf dieses Foto. Na, wir wurden aber noch nicht entdeckt. Keiner ist bis jetzt zum Arzt gegangen mit diesen Parasiten. Wir könnten natürlich noch Kälte 2 machen, um hundertprozentig sicherzustellen, dass wir... Könnten wir eigentlich mal machen. Pass auf, wir gehen mal auf Kälte 2. Kostet jetzt natürlich 17 Punkte, knallt rein, aber dafür haben wir in Grönland und Island vielleicht jetzt deutlich bessere Chancen. Jawohl, guckt euch das mal an, wie Kälte 2 hier reinhaut. Perfekt. Wir kriegen ganz viele schöne DNS-Blasen. Die brauchen wir auch. So, da kündigt sich schon der Krankenwagen an. Oh, Husten mutiert. Ja, das ist auch in Ordnung, tatsächlich. Wir wollen ja jetzt quasi, wir wollen nicht unbedingt entdeckt werden, aber wir sind bereit. Wir sind bereit, entdeckt zu werden. Das heißt, wir können bei den Symptomen jetzt vielleicht tatsächlich auch...
Erbrechen. Ja, Infektionsrisiko können wir von mir aus erhöhen. Besonders Armlen, auch das können wir machen. Den Durchfall. Dysenterie. Okay, das wird spaßig in den Zoos, muss ich euch sagen, wenn die Tiere alle Durchfall kriegen. So, ein vollständiger Zusammenbruch des Verdauungssystems führt zu infiziertem Abwasser, Flüssigkeitsmangel, Hunger und Tod. Oh je. Das steigt die Tödlichkeitsrate natürlich rasant. Entwickeln wir. Nice. So, ich habe natürlich die Hoffnung, wenn wir jetzt die ersten Symptome hier entwickeln, dass sich die anderen dann automatisch ausbilden. Die etwas teureren, dass die sich so oder so ausbilden. So, jetzt dürfen wir aber auf jeden Fall entdeckt werden. Bauski, du führst schon zum Tod. Ah, neue unscheinbare Krankheit breitet sich aus. Während einer Untersuchung fand ein Arzt in Ägypten, eine neue Krankheit namens Bauski. Sie scheint harmlos, muss aber untersucht werden. Sie scheint harmlos? Es sind schon 1 Million Leute verreckt. Erster Todesfall in Norwegen. Alles klar, Pech oder der Anfang von etwas Schrecklichem. Nur das Schreckliche hat begonnen, dass die Vögel angefangen haben zu scheißen. Italien startet aber den Heilmittel. Okay, jetzt wird's spannend. Jetzt beginnt nämlich der tägliche Kampf gegen die Arbeit vom Heilmittel. Das heißt, wir können jetzt tatsächlich auch schon auf die Fähigkeit gehen und zack dich machen. Und danach gehen wir auf die Genumbildungen, um es einfach weiter etwas mit der Wissenschaft Schritt zu halten. So, perfekt. Mehr Tote als durch Pest, das ist auch schön. Wir haben alle infiziert. Wir könnten jetzt natürlich auch die Kälteresistenz und sowas zurückentwickeln. Weil wir brauchen ja jetzt keine Ansteckungsgefahr mehr. Die benötigen wir jetzt tatsächlich auch nicht mehr. Wir benötigen auch das hier nicht mehr und wir benötigen auch das hier nicht mehr. Genauso wenig, wie wir das hier benötigen. So, wir haben dafür auch Punkte bekommen. Gut, das sollte ich vielleicht immer vorher nachgucken, bevor ich das Ganze mache. Das hier können wir jetzt auch alles rückentwickeln. Kriegen wir auch ordentlich Punkte für. Aber komm, das ist dein Markenzeichen, Bauski. Der Tierfreund Bauski. Okay, jetzt haben wir hier natürlich auch wieder ein bisschen Punkte. Wir könnten die Leute in den Wahnsinn treiben. Deutlich schwerer zu heilen. Schwere hochzutreiben ist perfekt in unserem momentanen Status. Oder in unserem momentanen Status. Oh, Neuseeland beginnt zu zerfallen. Guck mal, kaum werden die Leute wahnsinnig, beginnt Neuseeland zu zerfallen. Perfekt. Globale Forschung richtet Blick auf Heilung. Wann seid ihr denn fertig? In 140 Tagen. Das ist tatsächlich relativ fix. Mehr Tote als durch spanische Grippe. Du tötest schon relativ fix, aber für meinen Geschmack nicht fix genug, Bauski. Das geht noch schnell. 25% schon fertiggestellt. Okay, pass auf, Bauski. Es tut mir leid, aber dein Markenzeichen musst du jetzt leider wieder verlieren. Wir entwickeln das hier nämlich jetzt ganz gediegen mal wieder zurück alles, um ein paar Punkte zu kriegen, um vielleicht dich etwas tödlicher noch zu machen. Denn es ist ja unser aller Ziel, die Leute zum Sterben zu bringen. Jetzt haben wir auch 35 Punkte gesammelt. Meine Güte. Da könnten wir jetzt natürlich hier vorne wieder zum Richtung Koma und sowas gehen. Da, vollständiges Organversagen, 36 Punkte. Das wäre mir sehr, sehr lieb. Okay, die Leute sind schon wahnsinnig und überhaupt. Wir könnten natürlich auch auf Genobildung 2 gehen. Wäre auch gar nicht so blöd gewesen. Ich hoffe aber mal, dass sich das vollständige Organversagen jetzt natürlicherweise entwickelt. Obwohl wir haben jetzt die ganzen... Ah, es war vielleicht doch nicht so klug. Wir haben jetzt die ganzen Methode als durch Pocken, die ganzen Mutationschancen, die das in die Höhe treiben, zurückentwickelt. Das ist bei den ganzen Tieren. Heilmittel zu 50% fertiggestellt. Das ist nicht ganz so angenehm. Das heißt, es ist jetzt etwas... unwahrscheinlicher, dass sich das selber entwickelt. Oh je. 9 Punkte haben wir nur noch. Können wir das hier zurückentwickeln? Ja, wir können die Anfangsdinger tatsächlich zurückentwickeln. Vielleicht kriegen wir auch so noch unsere Punkte. Sag dich rückentwickeln. Das hier können wir rückentwickeln. Das hier brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt. 29. Vielleicht können wir auch das hier jetzt rückentwickeln. Und das hier können wir zurückentwickeln, damit wir jetzt zum vollständigen Organversagen kommen. Perfekt. Tödlichkeit erstmal verfünffacht. Wunderbar. So. Jetzt komm schon. Ah, 75% fertiggestellt. Die sterben zu langsam, Freunde. Arzneiresistenz hemmt Heilung. Ja, das ist schön. Das ist perfekt. Genau das wollen wir ja. Bauski töten! Schnell! Bauski! Du musst Leute töten! Bitte! Ah, ich krieg zu langsam Punkte! Das hätte viel früher kommen sollen. Oh je. Oh je, das hier muss ich rückentwickeln, aber das senkt die Tödlichkeit so ungemein. Wie viele Punkte brauche ich für? 30. Oh scheiße, die kriege ich hiermit niemals zusammen. Was macht das, wenn ich das zurückentwickle? Okay, hier kriege ich 4, 8, 12. 12, das reicht leider nicht. Fähigkeiten. Ich könnte das hier zurückentwickeln. Ich meine, das erhöht... Ja, das könnte ich eigentlich ziemlich dick zurückentwickeln. Also, wir versuchen jetzt einfach alles. Wir suchen alles, um dich jetzt irgendwie noch zum Koma zu bewegen. Da, Koma, perfekt, gib ihm. Wunderbar. Das hätten wir viel früher machen sollen. Oh, oh, das wird eng. Das wird ziemlich eng. 14, 15, 16. Und... Stopp. So, jetzt können wir nämlich hier Genumbildung machen. Sag dich, um das vielleicht nochmal ein ganz kleines bisschen zurückzutreiben hier, das Ding. Ja, ein bisschen haben wir es zurückgetrieben. Okay, komm, komm, Punkte, komm. Die sterben ziemlich schnell, Leute. Wenn ich Genumbildung 2 noch kriege, dann sind wir durch. Oh, vielleicht sind wir auch jetzt schon durch. Oh, vielleicht haben wir wieder ganz, ganz knapp die Kurve gekratzt.
93, 94. Ich will mal auf Nummer sicher gehen und würde sagen, wir entwickeln das jetzt einfach nochmal und jetzt sind wir wirklich auf Nummer sicher. Bauski, der Vogelfreund oder der Tierfreund, hat einfach die Menschheit ausgelöscht. Ich würde sagen, das ist durch. Der Drops ist gelutscht, der Käse ist gekaut. Der Käse ist gekaut, what the fuck? Ich meine, das ist vorbei. Da könnt ihr jetzt noch forschen, wie ihr wollt, das schafft ihr nicht mehr. Was sagt ihr? Noch 88 Tage, alles klar. Alles klar, das schafft... Nee, pass auf. Jetzt zum Schluss würde ich sagen, Symptome entwickeln wir noch. Husten. Husten, wir haben ein Problem. Das sieht gut aus. Das sieht ziemlich gut aus. 90%, 91%, das schaffen wir. Ja, geben wir die 2 Punkte noch. Die kann ich mir sonst wo hinschieben. Ha! We did it! Hey! Ah, nein, fortfahren! Ich wollte nur noch ein bisschen beschleunigen hier das Ganze, das Ableben der Menschen. Das sieht gut aus. Die Welt wird übelst vernichtet. Wo ist meine Nachricht? Komm, gib mir mal. Es sah, seid ehrlich, ihr habt auch gedacht, wir schaffen es nicht mehr. Muss ich zustimmen? Ich dachte auch so, hey, nee, das wird nichts mehr. Aber irgendwie haben wir es ja doch noch geschafft. Ich will mir da jetzt nicht auf die Schulter klopfen oder so, aber das hat ja gerade noch so reagiert. Oh, 17 Millionen. Haben wir es dann, Freunde? Ich kriege auch keine Punkte mehr. Das ist ja... Ne? Realisiert die Menschheit auch noch irgendwann, dass du sie auslöscht oder kommt da gar keine Meldung mehr? Was ist denn hier so Spannendes eingetroffen? Sudan ruft Ausnahmezustand aus am 12.11.22. Dann erst? Drei Viertel der Welt war da schon ausgelöscht. Und dann ruft er erst den Notstand aus. Ja, Hälfte der Welt ist ausgelöscht. Alles noch in Ordnung, Leute. Geht einkaufen, geht shoppen, alles easy. So. Drei Viertel der Welt. Ach, Not. Bosque wird die Menschheit auslöschen. Haben sie jetzt auch schon gemerkt. Na, also. Das sehe ich nämlich genauso. 96%. Gut, dass wir noch Gen 3 gemacht haben. Sonst hätten die das nämlich echt neu entwickelt bekommen hier. So, es ist auch in 2 Jahren fertiggestellt. In 2 Jahren existiert die Welt nicht mehr. Oder die Menschen auf der Welt. Dann existiert nur noch Vogel- und Tierfreund Bauski. Dann ist die Welt einfach nur noch von Parasiten belebt. Ein Träumchen. Ja, die letzten 10.000 Menschen erfreuen sich noch an ihren kackenden Vögeln und dann haben die es auch hinter sich. 1.500, 0. Let's go. Sieg! Errungenschaft freigeschaltet, Parasit-Sieg. Das sieht man doch gerne. Mein Parasit namens Bauski hat die Menschheit in 1422 Tagen ausgelöscht. Ich würde sagen, das war wieder eine sehr, sehr solide Runde. Und schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr es gerne haben wollt. Wollt ihr in der nächsten Woche lieber XCOM haben und Plague Inc. so nebenbei ab und zu mal? Oder wollt ihr lieber jetzt Plague Inc. durchgerusht jede Folge einfach, jeden Tag einfach... eine Folge Plague Inc. und dafür verschieben wir XCOM nochmal. Wie ihr wollt. Und schreibt mir natürlich gerne in die Kommentare, wenn ihr eine solche sein wollt, weil mir gehen langsam die Namen aus. Sonst denke ich mir wieder eigene aus. War ja auch ganz witzig. Aber ich spiele deutlich lieber mit Namen aus eurer Community. Aus meiner Community. Es ist meins! Meins! Gut. Ich rede mich nicht weiter hier um den heißen Brei. Ich sollte einfach die Schnauze halten. Bis zum nächsten Mal. Tüdelü.